Eine meiner schlechtesten Eigenschaften, die ich an mir habe als Charaktereigenschaften, an der ich bis heute noch arbeiten muss, ist, dass ich zum Verrecken nicht um Hilfe fragen kann. Egal, in was für einer Situation ich bin. Es fällt mir so unglaublich schwer zu sagen, dass was nicht stimmt. Dass ich nicht hinterherkomme, dass mir das Essen nicht schmeckt, dass mir übel ist, dass ich müde bin, dass ich keine Zeit habe, dass ich keine Kraft habe. Kann ich nicht. Der Punkt, an dem mir das so klar wurde und an dem sich da auch ein unglaublich großer Wandel gemacht hat, war vor 3 Jahren in Ägypten, als ich mit meiner Familie, meiner Cousine und ihren 2 Kindern so ein Hotel All-Inclusive-Urlaub gemacht habe. Und es war ein richtig starkes Hotel. Es war in Sharm el-Sheikh am Roten Meer. Und dadurch, dass viele in unserer Familie fürs Militär gearbeitet haben oder Kapitäne waren, kriegen die halt vom Staat immer sehr viel mehr Geld. Und diese Fahrt dahin ist auch gesponsert vom Staat. Sorry, Staat. Das ist schrecklich. Aber es ist so. Wir sind also dahin gefahren und ich hatte wunderbare Zeiten und habe mich aber auch oft immer mal wieder ein bisschen abgekapselt, weil es 2 kleine Kinder waren und ich wollte halt teilweise auch einfach nur am Strand liegen. Also lag ich da so eines Tages, in der prallen Sonne am Strand, breitbeinig und es war, glaube ich, es waren 35 Grad oder so. Und dann kam so ein Dude vorbei, so ein Araber, und die kommen halt immer vorbei und möchten die Kurse des Hotels andrehen. Also die gehen rum so, hey, do you want to go kitesurfing? Oh, yeah. No, would you like to go? Oh, I can make a photo shooting of you. Oh, you're so pretty. Oh, stay, stay. Oh, perfect. I'll write you in. I'll write. Und dann hat er mich halt angequatscht und meint, do you want to go diving? Like, snorkeling. Und ich habe halt geantwortet, eine Bekennung Arabisch. Ich spreche Arabisch. Er hat wahrscheinlich gedacht so, warum sitzt du dann halt nackt vor mir? Aber wenn man halt nicht nur die Augen verdeckt hat, dann denken die, man ist Tourist oder Hure. Also eins von beiden. Naja, ich war dankbar, dass er mich als Touristin eingesetzt hat. Na, egal. Auf jeden Fall hat er dann gemeint, ah, okay. Und dann habe ich ihm halt aber erklärt, dass, ja, ich bin halt nur Halb-Araberin und so. Und so, do you want to go diving? Like, Und ich so, yeah, I would love to go diving. Und dann meinte so, okay, but listen, when you go to the shop, I can write you down for that time, but when you go to the shop, because my Arabic is not fluent, don't tell them that you're not an Arab. Because das Ding ist nämlich, für Europäer kostet es 100 Euro, oder halt Ausländer, und für Araber 100 Guinea, was 7 Euro sind. Und ich so, und dann bin ich halt auch so eingetrennt, so doch, tanzt dann da rein, so, hey, das kann leh, wallah, seik, anmeldest du die, Jasmin. Und die haben mich richtig aufgenommen. In meiner Gruppe gab es 2 Russen, so wirklich so einer, der so richtig dünne Beine hat oder so Bierbauch. Und dann hat so seine Frau, die so richtig geil aussah, yeah, we're going snorkeling every. Hello. Und die waren eigentlich gar nicht wichtig, die hatten ihr eigenes Gear dabei und so. Aber außerdem gab es irgendwie noch 2 andere Araber und einen Jungen, der 8 Jahre alt war, und mich. Also so eine Gruppe von 4 Arabern. Das heißt, die anderen wussten Bescheid, der hat es nur auf Arabisch erklärt. Weil er dachte, ich sei Araberin. Habt ihr jemals eine Schnorchelstunde auf Arabisch bekommen? Nee. Ich auch nicht. Und er fing halt an. Und ich kann es praktisch für euch machen, weil ihr werdet genauso viel verstehen wie ich. يعني لازم احنا جوه الميه وانت اخد النضاره اخد كده وبعدين بس لو انت تحت البحر وفي ميه في النضاره انت لازم اعملي كده نضاره so now listen ha مصري ده مش اوكي ده انت عايزه جوه فوق ده مش انا تمام لا ده انت عايزه جوه تحت كده الشمال ده اليمين ازيك الشمال اليمين left is right of these toes these toes und ich habe wirklich versucht ihm zu folgen und so ja oh Gott danke oh fuck Alter. Das war so, als würde er mir Kfz-Mechaniker irgendwie auf Arabisch erklären wollen, wie dieses Auto funktioniert. Und jetzt du go, und wenn du es nicht schaffst, stirbst du. Das war so meine Devise. Und ich so, fuck, ich muss es sagen.
ich will keine 100 Euro zahlen, scheiß drauf. Da kam der Araber dann in mir hoch. So, ich zahl keine 100 Euro, ey. Was ist los? Ich hab voll Bart überall. Nein, ich bin Araber, ey. Okay, und ich habe mich richtig gut mit dem Dude verstanden, der halt der Lehrer war. Und glücklicherweise hat das halt alles sehr optisch gemacht und hat uns das gezeigt. Und ich so, scheiß drauf, ich krieg das hin. Ich muss einfach nur zugucken und den Rest nicht so wie Worte normal nachzahlen. So in der Schule, wo immer dann so eine Lücke war. Okay, ich hatte nur Lücken und ein bisschen Zeichensprache, die ich halt irgendwie erfassen konnte. Dann ging es los. Ich wurde mit dem 8-jährigen Jungen zusammengepaart, gell? Und ich so, sagt das Kröckchen. Und der war richtig still, der war so richtig still, der war richtig cool, so, wir gehen jetzt dahin, bla. Dann kamen die an und haben uns halt in diese scheiß Neoprenanzüge erstmal. Da mussten die mir noch eine große Größe geben. Und ich so, oh, you don't look that fat, actually. Okay. Ich hab jetzt nochmal für euch übersetzt, aber ich hab's auch auf Arabisch verstanden. Also bin ich dann da rein und dann haben sie uns Gewichte, diese Metallgewichte drum gemacht. Und ich wusste nicht, dass sie es machen werden. Und da wurde ich dann ein bisschen nervös. Weil meine Cousine war nirgends, nowhere to be found. Ich hatte halt praktisch 10 Euro so ein Bikini und bin halt da allein hin. Und die wussten, dass ich tauchen gehe, aber vielleicht wussten die nicht, wann ich wiederkommen sollte. Und wenn ich dann sterben würde, dann würde niemand wissen, dass ich tot bin, bis die wahrscheinlich im Bus nach Hause sitzen. Und ich so, oh fuck, ich hab nichts erschaffen. Oh, okay, Taucherbrille. Ja, okay, alles klar. Dies, das, jenes. Und dann kriegen wir halt diese scheiß schweren Dinger auf und gehe ich dann da den Steg so runter, weil ich die Schlappen anhabe. Schiff. Und dann stehe ich dann da auf diesem komischen Steg, der so mit dem Wellen mitgeht. Und ich so, oh fuck. Und der Typ, mit dem ich mich angefreundet habe, der es uns erklärt hatte die ganze Zeit, der nimmt sich die zwei Russen und springt mit denen weg und taucht weg. Ich so, was? Und dann kommt so ein anderer Typ, den ich noch nie gesehen hatte. Redet auch die ganze Zeit Arabisch mit mir. Ich muss sagen, an einem Kurs betätig. Und dann ist es so, und dann ist es so, ich so, Wasser, ich soll ins Wasser gehen, alles klar. Und er schubst mich rein und ich fliege einfach rein, weil ich wollte mir so, oh, wir haben jetzt viel Spaß. Und dann springe ich einfach rein, so, Maya, Wasser, er hat Wasser gesagt, Wasser! Und er so, wo gehst du hin? Und dann war ich dann da und dann musste er mir hinterher springen, weil meine Luftweste noch offen war und ich so, hallo, Alter, bist du mein? Und ich wollte auch nicht sprechen, weil man meinen Akzent hört. Das heißt, ich war so, und dann kam er und hat mir halt geholfen, mich auszutarieren. Leute, sonst wird es einfach nur schlimmer. Mich auszutarieren und dann hieß es, okay, der kleine Junge ist bei ihm und hat uns gesagt, wir dürfen ihn auf keinen Fall loslassen, so, gar keinen Umständen. So, alles klar, okay, cool. Ich halte mich einfach fest und den Rest macht er. So, und dann Wasser kann ich eh nicht reden. Also ob ich mich da verrate. Die Zeichen kenne ich, ja, hey, oder so. und genau, das war so. Und dann sind wir halt ins Wasser und wir sind langsam abgetaucht und er war so cool. Er hat langsam geredet und der kleine Junge die ganze Zeit so. Und ich so. Und wir fangen an Tiefe zu. Also wir tauchen halt immer tiefer und man macht Meter für Meter, damit sich deine Lungen anpassen, damit sich das Gas in deinem Körper anpasst. Und es war halt wichtig, immer ganz tief und entspannt zu atmen. So. Bloß nicht ausrasten, keine Panik. Ich so, okay, cool. Irgendwann ab 2 Metern fällt mir auf, dass mir Wasser in die Brille läuft. Schade. Und das ist richtig unangenehm. Mhm. Weil es geht dir in die Nase rein, ja. Und es geht irgendwann in die Augen, das ist Salzwasser. Ja. Das heißt, es verdeckt dir komplett die Sicht. Und ich versuche halt. Und ich so, oh, na da! Und hab mich an irgendwas erinnert, was er halt gemacht hat. Und so, also du nimmst halt deinen Kopf nach hinten, drückst deine Brille auf die Stirn und dann atmest du mit der Nase aus, sodass du das Wasser praktisch rausdrückst und die Luft halt mit nach draußen geht. Dann lässt du los und es sollte wieder trocken sein. War wieder trocken. Ich habe immer wieder gesagt, stopp. Und er ist stehen geblieben. Und ich meine so, meine, also irgendwie so, Augen
Problem. Und er so, okay. Und dann hat er mir geholfen und geholfen. Jeder Meter tiefer. Ich habe immer wieder gesagt, okay, okay, jetzt geht's, okay. Der Kleine hat überhaupt gar keine Probleme. Und ich bin hier und ich so. Und du siehst halt immer, wie die Wasserfläche weiter weggeht. Und es ist wunderschön eigentlich, aber ich bekomme nichts davon mit, weil ich denke, ich sterbe. Ich sterbe. Und dann, bei 5 Metern waren wir unten und dann hat, und es ist nicht besser geworden und ich so, scheiß drauf, das kann ich jetzt nicht. Ich kann nicht so tun, als sei alles in Ordnung. Ich habe Todesangst. Ich merke, wie mein Herz immer schneller geht und ich einfach das Gefühl habe von Enge und ich kriege keine Luft und ich glaube, ich sehe auch nichts mehr und ich weiß nicht, ob ich heule oder es ist wieder das Meer. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, bitte nach oben. Ich habe ein Problem mit meinen Dings. Das heißt, wir gehen langsam nach oben. Weißt du, der Junge daneben so. Und dann gehen wir nach oben und der Moment, wo wir aus dem Wasser kommen, ich so, I'm sorry, I lied. I'm half German, I don't understand shit. Something's wrong with my glasses. Und der kriegt den fettesten Lachflash überhaupt. Und meint so, oh man, don't worry man, I speak English, it's fine, I'll keep it a secret. Let me check your glasses. Und das Problem letzten Endes war es nur, dass es zu locker war. Die haben es nicht fest genug, also ich hätte es wahrscheinlich noch nachziehen sollen. Und ich habe es nicht gecheckt, das heißt, die war halt viel zu locker. Und ich habe es halt jedes Mal, wenn ich so fest da drauf gedrückt habe, habe ich gemerkt, wie der Druck so meine Augen nach draußen zieht. Aber dann gleich wieder so das Wasser reinkommen. Das heißt, er lacht mich aus, während er meine Brille macht. Und, so und der Junge so. Ich war so froh. Alles, was dann danach passiert ist. Und die letzten, er hat mit uns dann extra noch mal 15 Minuten länger gemacht, weil ich anscheinend, ich habe wirklich geheult. Und danach war der Tauchgang eines der schönsten Erlebnisse, die ich überhaupt jemals hatte. Ich habe mich mit ihm so gut angefreundet, bin danach noch mal alleine eine Woche zu ihm hingegangen und das war auch so eine geile Zeit mit ihm halt als Tauchlehrer. Da sind wir überall hingefahren und ich konnte irgendwann richtig gut tauchen und hat mir Sachen beigebracht. Aber ja, ich musste halt einfach in dem Moment eingestehen, dass ich es nicht alleine schaffe. Und nicht der richtige Moment, um stolz zu sein oder sich zu schämen. Oder Geld zu haben. Geld.